Hallo, schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Sani vom Kanal Sani macht das. Auf diesem Kanal findet ihr ganz viele Anleitungen rund um das Thema Nähen und Basteln. Heute wollen wir wieder zusammen nähen und zwar einen Brotbeutel. Das Ganze sieht dann so aus und hat den Zweck, dass euer Brot länger frisch bleibt. Das Tolle an diesem Projekt ist, wir arbeiten mit französischen Nähten. Das heißt, wir müssen keine Kanten versäubern oder ähnliches und das ist super für Anfänger geeignet, da wir das komplette Projekt nur mit einem einfachen Geradstich nähen. Also, los geht's! Für unseren Brotbeutel brauchen wir eine Baumwollwebware. In meinem Fall ist es ein dünner, ungebleichter Nesselstoff. Dann braucht ihr ein Band, eine Kordel, was auch immer ihr da habt. Ich nehme jetzt ein rosa Paracord. Und dann braucht ihr noch eine Sicherheitsnadel, damit wir das Band nachher einfädeln können. Auf geht's zum Schnittmuster! Unsere Schnittteile sind heute sehr simpel und zwar brauchen wir zweimal Stoffstücken 30 x 41 cm, das wäre das große, und dann brauchen wir noch zweimal das kleine, das sind 30 x 7,5 cm. Beide Teile werden zweimal aus unserem Stoff zugeschnitten, das habe ich schon mal vorbereitet. Und wir beginnen mit unseren zwei kleineren Teilen und zwar wird hier wie im Schnittmuster eingezeichnet 2 x 1 cm umgeschlagen und festgesteckt. Ihr zeichnet also 2 cm ein. Ihr könnt euch natürlich auch 2 und 1 cm einzeichnen. Mir reicht das, wenn ich die 2 cm einzeichne. Wieso, zeige ich euch gleich. Und zwar nehmt ihr eure Kante und legt die jetzt auf die 2 cm Linie und faltet es einfach nochmal um. Und dann passt das schon. Das macht ihr jetzt mit allen 4 Seiten und dann wird einmal knappkantig abgesteppt. Ich habe jetzt alle 4 kurzen Kanten zweimal eingeschlagen und abgesteppt. Als nächstes nehmen wir uns die Teile und falten sie längs. Links auf links heißt, der Stoff, den wir nach innen gefalten haben, liegt hier und hier ist eine glatte Kante. So, einmal längs falten. Wenn ihr mögt, bügeln. Bei meinem Stoff reicht es, wenn man einmal ordentlich über die Kante geht und dann am besten feststecken. Wenn wir das kurze Teil gefalten und festgesteckt haben, nehmen wir uns ein großes Teil und in meinem Fall gibt es jetzt keine schöne bzw. rechte und hässliche bzw. linke Seite, deswegen habe ich mir jetzt hier mit 2 Stecknadeln mal meine linke Seite markiert und jetzt legen wir unser kurzes Teil an eine der kurzen Kanten des großen Teils an. Dabei sind links und rechts, wenn es akkurat ist, 2 cm Platz. So, das Ganze wird wieder festgesteckt und jetzt einmal von links nach rechts mit ca. 0,5 cm Nahtzugabe einmal komplett absteppen. Wenn wir unseren Tunnel, den wir jetzt quasi gerade gebildet haben, auf der linken Seite festgenäht haben, schlagen wir ihn einmal um. Einmal die Kante richtig festdrücken und dann seht ihr schon, wie das nachher ungefähr aussehen würde. Der Fehler an der Sache ist aber, im Moment ist das noch die linke Seite. Wollen wir aber nicht, wir wollen es natürlich auf der rechten Seite. Ihr habt das also einmal umgeschlagen und klappt dieses ganze Teil jetzt auf die rechte Seite. Dabei entsteht hier eine Kante, wo quasi die Nahtzugabe von der ersten Naht eingefasst wird
Und diese wird jetzt noch einmal knappkantig hier festgenäht. Wenn ihr das Ganze jetzt auf der rechten Seite nochmal abgenäht habt, könnt ihr das nochmal umklappen. Und dann ist das Teil quasi schon vorbereitet. Das Ganze müsst ihr mit dem zweiten Teil jetzt auch nochmal machen. Das habe ich natürlich jetzt schon vorbereitet. Jetzt geht es darum, rechts, links und unten zu schließen. Dafür ist es wichtig, dass ihr die Teile nicht rechts auf rechts, wie üblicherweise legt, sondern links auf links. Quasi so, dass quasi so, wie der Beutel am Ende sein soll. So, guckt, dass die Tunnel hier oben gut übereinander passen. Steckt euch das ruhig nochmal fest. So, nochmal kontrollieren, dass die eingefassten Nähte jetzt innen liegen. Das ist wichtig. Wenn das passt, dann wird einmal ringsherum mit 0,7 cm einmal ringsherum im Geradstich abgenäht. Wenn ihr das Ganze jetzt einmal rundherum abgenäht habt, wird als nächstes die Nahtzugabe gleichmäßig zurückgeschnitten. 0,7 ist in Ordnung, wenn es nicht ganz genau ist, könnt ihr ruhig auch ein bisschen mehr zurückschneiden. So 0,5 ist das, woran ich mich orientiere. Gerade auch wenn der Stoff bei euch sehr ausfranst, schneidet das ruhig nochmal sauber zurück, damit nachher keine Fransen irgendwo rausgucken. Dann wird an den Ecken, schneiden wir die Ecken noch zurück. Dabei bitte die Naht nicht beschädigen. So, und hier unten ebenfalls. Dann legt sich nämlich die Nahtzugabe jetzt beim Wenden besser um. So, dann wenden wir das Ganze einmal auf links. So, die Ecken alle richtig schön ausformen. Könnt ihr auch gerne einen Schraubendreher oder einen Stift zur Hilfe nehmen. Dann die Nähte hier alle schön ausformen. Und wenn ihr das gemacht habt, wird noch einmal links, rechts und unten mit 1 cm Nahtzugabe mit einem Geradstich abgesteppt. Wenn ihr das Ganze jetzt auch von der linken Seite einmal rundherum abgesteppt habt, sind wir mit Nähen quasi fertig. Ich entferne mir jetzt hier noch meine Nadeln. Und wende den Beutel wieder auf rechts. Die Ecken wieder schön ausformen. Hier stehen ein paar Fäden übrig.
Das ist an den Stellen, wo wir die Nahtzugabe nicht ausreichend zurückgeschnitten haben. Aber das ist nicht so schlimm. Das schneiden wir einfach mit der Schere zurück. So. Und der Beutel an sich ist jetzt schon fertig. So, jetzt brauchen wir unser Band, Kordel, was auch immer ihr benutzt, und die Sicherheitsnadel. Und ihr schneidet euch zwei Stückchen mit ca. 70 cm Länge. Also es muss zweimal hier durch. Und dann braucht ihr noch Platz, um einen Knoten zu machen. Also wenn das hier oben ca. 30 sind, habt ihr ungefähr noch 10 cm für einen Knoten, ich denke. Das passt ganz gut. So, das wäre bei mir hier. So. Jetzt macht ihr euch in eine Seite einen Knoten rein. Hängt da eure Sicherheitsnadel ein. Und jetzt wird das Ganze einmal von rechts nach links und auf der anderen Seite wieder zurückgefädelt. Und bei dem zweiten Band macht ihr es genau andersrum. Von links nach rechts und wieder zurück. So, ihr nehmt die Sicherheitsnadel, steckt die in den ersten Tunnel und mit der Sicherheitsnadel könnt ihr das dann hier durchfädeln. Und da ist sie auch schon. So. Und jetzt fädeln wir auf der anderen Seite wieder zurück. Dabei nach Möglichkeit darauf aufpassen, dass ihr den Faden nicht zu sehr durchzieht, dass ihr ihn euch zurück auf der anderen Seite wieder rauszerrt. Das wäre dann doppelte Arbeit. So, gleich haben wir es. Und da, na, die will nicht. Wo ist sie? Da ist sie. Genau. Dann könnt ihr die Sicherheitsnadel wieder abmachen, euren gerade gemachten Knoten raus. Und dann verknotet ihr hier noch die Enden, damit sie euch nicht wieder rausrutschen. Der Paracord trudelt bei mir jetzt hier so ein bisschen auf. Das schneidet ihr einfach zurück und tut dann mit einem Feuerzeug vorsichtig ein bisschen anschmelzen und dann passiert das auch nicht mehr. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit dem zweiten Band. Wir machen wieder einen Knoten rein, Sicherheitsnadel dran. Je nachdem, was ihr habt. Also es empfiehlt sich immer, einen Knoten für die Sicherheitsnadel zu machen, damit euch das nicht ausfranst und rausreißt. So, hier ist jetzt vom ersten Faden der Knoten, also starten wir jetzt auf der anderen Seite und fädeln das Ganze ein. Meistens ist es beim zweiten Faden ein bisschen friemeliger, weil dann schon was im Tunnel drin ist. Aber in dem Fall ist hier eigentlich genug Platz. So. Und auch hier wieder Sicherheitsnadel abmachen, Knoten öffnen und beide Enden miteinander verknoten. Ja, das will ich.
so sieht das Ganze jetzt aus. So, wie gesagt, ich schneide jetzt meine Enden nochmal ordentlich zurück. Na. Und schmelze das ein bisschen an, dann ranzt das auch nicht mehr aus. So. So sieht das dann aus. Und fertig ist unser Brotbeutel. Das Tolle ist, wie gesagt, von außen habt ihr keine offenen Kanten und innen mussten wir auch keine Kante zusätzlich versäubern. Wenn man es nicht weiß, sieht es aus wie ein gekaufter Beutel. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Lass auch gerne ein Abo da, damit du nichts mehr verpasst. Und schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du noch Fragen und Anregungen für neue Videos oder zu diesem Video hast. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!